So, liebe Schüler, das neue Schuljahr beginnt. Eure Aufgabe war es, für heute ein Referat über euren Urlaub zu fertigen. Berti, möchtest du vielleicht dein Referat vorstellen? Oh nee, Herr Ludwig. Meine Eltern und ich waren jetzt zum 7. Mal hintereinander auf dieser Insel im Mittelmeer. Das will doch echt keiner mehr hören. Stimmt, Berti, da hast du recht. Bettenburgen und Strandgesupse will echt keiner mehr hören. Und wo warst du, Wolfgang? In Büsum, an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste. Na, das ist eine Sensation. Dann lass doch mal hören und sehen. Okay. Typische Merkmale für Büsum ist der Leuchtturm, die Krabben und natürlich die Nordsee. Hä, Wolli, da ist ja gar kein Wasser. An der Nordsee gibt es Ebbe und Flut. Bei Ebbe kannst du auf dem Meeresgrund spazieren gehen und bei Flut gehst du baden. Hey, Wolli, was ist denn das für eine Mieze? Ach, das ist Maya. Die habe ich beim Surfkurs kennengelernt. In Büsum gibt es eine Kartbahn und ein Erlebnisbad, das Piratenmeer. Das liegt direkt am Strand. Hey, Wolli, das sieht ja aus wie ein Tornado. Ach, Berti, das ist die Kinderführung in der Sturmflutenwelt Blanke Hans. Da erfährst du alles über die Sturmflut, die Nordsee und den Deichbau. Während meine Eltern im Wellnesscenter direkt am Deich sich erholt haben, war ich zusammen mit meiner kleinen Schwester im Mini-Maxi-Club. Dort finden regelmäßig Bastel- und Spiele-Nachmittage statt, in denen die Kinder sich vergnügen können. Okay, das war's. Super, Wolli, ganz toll gemacht. Eine abschließende Frage habe ich aber noch. Welches war denn dein schönstes Erlebnis im Büsum? Oh, da fallen mir viele Dinge ein. Aber ich glaube, am besten fand ich die Schifffahrt zu den Seehundsbänken nach Helgoland. Das war echt cool. Sehr schön, Wolli, super. Du darfst dich setzen. Welches Handy klingelt da? Ach, das ist die Pausenklingel, Herr Ludwig.